Wir blicken heute auf eine fast schon vergessene Chronistin der größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts, auf Anja Lundholm. Während sie jüdische Wurzeln hat, ist ihr Vater überzeugter Nationalsozialist. Anja Lundholm wird als Helga Erdmann am 28. April 1918 in Düsseldorf geboren. Ihre Eltern, das sind der Apotheker Erich Erdmann und die aus einer jüdischen Arztfamilie stammende Elisabeth Blumenthal. Lundholm wächst in Krefeld auf. Sie studiert zwischen 1936 bis 1939 an der Staatlichen Akademischen Hochschule für Musik in Berlin und kann kleinere Rollen in Filmen der UFA ergattern. Der Vater aber wird schnell zum überzeugten Nationalsozialisten, tritt 1934 in die SS ein und treibt damit seine jüdische Ehefrau 1938 in den Selbstmord. Für Tochter Anja Lundholm wird es in der Folgezeit immer schwieriger im NS-Staat. Sie wird von den diskriminierenden Bestimmungen der Nürnberger Gesetze getroffen. 1941 kann sie nach Italien fliehen. Dort schließt sie sich einer internationalen Widerstandsgruppe an, wird allerdings 1943, kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes, aufgrund der Denunziation durch ihren Vater von der Gestapo verhaftet. Es folgen Verhöre und Misshandlungen. Anschließend wird sie in einem Prozess wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Im Frühjahr 1944 wird Anja Lundholm ins KZ Ravensbrück gebracht. Dort gelingt es ihr aber, der Vernichtung durch Arbeit zu entgehen. Ende 1944 verfrachtet man sie in ein KZ-Außenlager, aus dem sie mit anderen Häftlingen im April 1945 auf einem Todesmarsch evakuiert wird. Bei diesem kann sie fliehen und schafft es durch die russischen Linien zur britischen Armee in Lüneburg. In der Zeit danach verschlägt es sie nach Brüssel, wo sie den schwedischen Kaufmann Lundholm kennenlernt. Die beiden, die heiraten, sie bekommen ein Kind und sie nimmt die schwedische Staatsbürgerschaft an. Ja, in der Folgezeit arbeitet sie dann als Dolmetscherin und freie Journalistin aus verschiedenen Orten in Europa. Die Ehe aber, die hält nicht. Die beiden, die lassen sich scheiden und Anja Lundholm, die kommt 1953 nach Frankfurt. Hier lässt sie sich nieder und arbeitet bis zu ihrem Tod als Schriftstellerin und Übersetzerin. Lundholm, die schreibt zahlreiche wichtige Werke. Viele haben autobiografische Züge. In ihrem Werk Das Höllentor, da erzählt sie von ihrer Zeit im KZ Ravensbrück. Das Buch, das sorgt in den 1980er Jahren für großes Aufsehen in Deutschland. 1953 wird ihr auf Bestreben ihres mittlerweile entnazifizierten Vaters das Sorgerecht entzogen. Und 1994 rechnet sie mit ihm in ihrem Buch Ein ehrenhafter Bürger ab. Am 4. August 2007, da verstirbt Anja Lundholm dann im Alter von 89 Jahren nach langer Krankheit. Was bleibt, sind ihre wichtigen Werke. Sie stehen stellvertretend für so viel Leid und Terror, den der Nationalsozialismus mit sich bringt. Etwas, was sich einfach nicht wiederholen darf. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.